Hey ho Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und ich habe Dark Angel mit dabei. Da ist er. Mit ihrem neuen Gefährt. Mit meinem Wandermobil. Genau. Und bevor wir hier richtig loslegen, das wird kein Mitleidsvideo, kein Jammervideo, kein Krankheitenerzählvideo. Wir erzählen was dazu, aber es soll eher Mut machen und inspirieren. Und den Rest später. So ist es. Auf jeden Fall sind wir hier in Sendenhorst. Und wir gehen jetzt hier einen Teil der 1000-Schlösser-Route. Ja, hat der Mann gefunden und das wollen wir uns jetzt Stück für Stück vornehmen. Das hatten wir schon länger mal geplant, dass wir mal hier so die Gegend erkunden. Heute ist der Tag. Jawohl. Tja. Das ist schon mal sehr schön hier. Das ist super sehr schön, ja. Bin ich mal gespannt und hoffe, dass wir nicht auf ungeahnte Hindernisse treffen. Ne? Ja. Sonst musst du hier bleiben. Aber wir werden schon irgendwie dann den Weg finden. Richtig. Also, und wir haben jetzt schon die erste interessante Stelle. Klima geht uns alle an. Ihr wisst ja, wie das geht. Das Video pausieren, wenn ihr das hier lesen möchtet. Ich mache auch wieder Fotos. Dark Angel macht Fotos. Könnt ihr dann bei ihr auf dem Insta-Profil genauer gucken, wenn ihr das hier jetzt nicht pausieren möchtet. Ja, Ursachen des Treibhauseffektes. Treibhauseffekt, nichts gut. Gar nichts gut. Naja. Dann gucke ich jetzt gleich mal auf die Navigation, ob wir hier lang müssen oder ob wir noch weitergehen. Das werdet ihr. Sind wir jetzt offiziell und offensichtlich im Bürgerschützenwald, ja dann. Dann haben wir hier eine Infopotafel für den Einsatz im Rahmen der okay. Die Pfadfinder St. Georg. Ja, ja, wisst ihr Bescheid. Da halte ich doch noch mal genau drauf. Wenn ihr das so lesen könnt mit dem Licht hier, wisst ihr mal. Müsst ihr mal gucken. Da haben wir noch eine Tafel. Da halte ich jetzt auch noch mal drauf. Das ist ja hier das ganze Gebiet, ne? Ja. Wahrscheinlich. Oh. Ja, hier waren wir eben, wo ich da drauf gehalten habe. Die ganzen Müllarten, wie lange die dauern. Das ist unser Standort. Okay, da müsste gleich eine Schutzhütte kommen. Eine etwas größere.
Genau, vor von Handwerker gekommen, ich glaube. Ja. Ich glaube. Von hier sind wir gekommen. Sind wir hier rum. Dann hier entlang. Hier hätten wir auch noch reingekonnt, aber das machen wir vielleicht auch nochmal. Wenn nicht heute, dann vielleicht mal einen anderen Tag. Aber ich denke mal, wir gucken uns da gleich mal die Schutzhütte an. Die müsste nämlich gleich da hinten kommen. Bist du begeistert? Ja. Du bist froh, wieder dabei zu sein, ja, ne? Ja, ich bin sogar happy, dass ich endlich wieder raus kann. Ja. Auch wenn sie hier rumfährt wie so eine besenkte Sau, aber es ist ja auch die erste Fahrt. Da wird da noch ein bisschen Feintuning kommen, ganz genau. So, wir sind an der Schutzhütte. Ja, und hier ist alles auf Stein. Auf Bildern habe ich auch gesehen, dass hier manchmal eine Feuerschale steht. Das macht ja auch Sinn, ne? Da oben ist ein Abzug, damit der Rauch weg kann. Sollen wir uns hier unsere Kaffeepause machen? Ja. Oder Teepause? Würde ich sagen, ne? Das würde ich doch mal schwer behaupten, dass wir das hier machen. Mein Telefon ist schon wieder in Pause. Ja, das ist normal, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Sauber. Gut, ein paar Blätter liegen hier rum, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Die Blätter habe ich noch. Ja, da haben wir hier hinten noch einen Spielplatz. Was für die Kleinen. Da hinten Freiluftsitz. Aber ist jetzt ein bisschen windig, ne? Ja. Da muss ja nicht sein. Da drin ist ein bisschen geschützter und da die Tafeln, die gucken wir uns gleich nochmal an, wenn wir hier unsere Pause gemacht haben. Nicht wahr? Ja, wir sitzen und wir haben unsere Kocher schon soweit startklar gemacht. Ja, an dieser Stelle gehen ganz liebe Grüße an Detlef Rauf, Bushcraft and Nature. Genau. Die mich dieses tolle Gerät mit Inhalt zu verdanken genau. habe. Genau, das Stormfire von Vikatec und der dazugehörige Sicherheitsbrenner. Ja, der Topf ist eine Leihgabe von meinem Mann. Genau, der Topf ist eine Leihgabe von meinem Mann. Nee, also von deinem Mann. Ich habe ja keinen Mann, Gott sei Dank. Nicht? Nein. Nur Katermänner, ne? Richtig. Und ich hier. Seht ihr das? Mit dem Solostove Light. Und keine Sorge, da kann nichts passieren. Ich habe das genug ausprobiert, die letzte Zeit nach Weihnachten. Der wird unten nicht so heiß, dass der Holztisch hier verkokelt. Das ist völlig in Ordnung. Da gibt es auch keinen Funkenflug, aber das seht ihr gleich, wenn ich euch wieder dazu hole. Das gleiche bei mir. Genau, ja, bei dir sowieso. So, der Solostove brennt. Der qualmt jetzt noch ein bisschen. Ist in der Anfangsphase immer so, dass der ein bisschen qualmt, aber so lange, beziehungsweise sobald der richtig angeheizt ist, hört das auf mit dem Qualm und dann raucht er fast gar nicht. Der Stormfire läuft. Der läuft schon. Ja. Da habe ich jetzt wahrscheinlich so viel Spiritus reingemacht, dass du da den erstmal ausbrennen lassen musst, dass das wahrscheinlich noch ein ganzes Weilchen brennen wird. Macht ja nichts. Ich habe jetzt meine Dosierpulle nicht dabei. Normalerweise habe ich auch eine kleine Dosierflasche von 60 Millilitern, die mache ich zur Hälfte voll. Und wenn das dann in dem Sicherheitsbrenner drin ist, so 30 Milliliter, dann brennt das so ungefähr 10 Minuten, 12 Minuten. Wir haben ja keinen Stress. Und nein, wir haben keinen Stress. Mein neues Wandermobil nicht. Richtig, wir haben eh keinen Stress, heute nicht. Ja. Und ist das nicht eine schöne Flamme? Und seht ihr, jetzt raucht schon gar nicht mehr so viel, obwohl die Sekundärverbrennung gar nicht eingesetzt hat, noch nicht. Aber das kommt mit der Zeit. Ja, und ich merke, ich brauche noch ein bisschen Übung. Ist mir schon fast das Feuer ausgegangen. Aber egal. Ich habe ja noch genug Zundermaterial dabei, habe ich jetzt noch ein Wattebäuschen reingeschmissen und dann brennt das jetzt auch. Ja gut, ist immer von Mal zu Mal andere Bedingungen. Ne? Wir sind doch beide freudig erregt heute. Ja du, ich habe den schon mal richtig angefeuert gehabt, aber wahrscheinlich habe ich jetzt auch wieder das Holz falsch gestapelt gehabt, aber ist ja auch egal, jetzt brennt's. Er kann es aber. Ich kann es aber, ja. Du musst sagen, wir sind heute beide so... Ja. Erfreut, dass wir endlich wieder und hier mit meiner Grillpinzette, da kann ich dann auch schön da rein und das Feuer schüren und nachlegen, ohne dass ich die Flossen verbrenne. Deswegen habe ich mir auch glatt noch mal eine zweite Grillpinzette geholt. Nur für den Solostove, ja, ist da Bescheid. Aber das wird gleich. Und du bist gleich soweit, ne? Ja, meins ist gleich fertig. Ja, dann. Mit der Zusatzklappe davor, das ist so. Schatzi hat gleich einen Rolling Boil. Ja, ist da Bescheid. Dark Angel ist schon fertig. Die kann schon trinken. Na, ich brauche noch ein bisschen. Aber nur, wenn ich auf Pelz auf der Zunge stehe. Ja gut, ich habe ja auch
ein bisschen geschwächelt beim Feuer machen, aber jetzt seht ihr mal, das brennt jetzt wie eine Eins. Ne? Ja. Tja, wenn der Solostoff einmal richtig angeheizt ist und der durchgezogen hat und das Holz gut brennt, dann brennt er auch, dann geht er auch nicht mehr aus. Etwas, solange man nicht mehr nachlegt. Ja, so siehst du auch aus, ne? Verbrennen ja mal schön die neuen Handschuhe. Ja? Hätten wir jetzt die Marshmallows mitnehmen wollen, ne? Ah, die habe ich vergessen. Ja. Na gut, macht man über Spiritus eh nicht, weil man steht ja nicht auf Spiritus Marshmallows, ne? Neue Handschuhe. Ist kaputt? Mhm. Echt? Durchgeschmort? Ja, siehst du? Ne, das war nicht von dem Holzer, das ist Naht ist aufgegangen. Ja, dann? Weißt du Bescheid? Scheiß Qualität. Ja gut, kann man aber nach. So, jetzt ist der Papa auch fertig mit seinem Tee. Jetzt lasse ich noch den Solostoff ausbrennen. Und dann ist das gut, ne? Ja. Notiz an mich, ich muss mehr anfeuern üben. Ich weiß nicht, ob ein Balkon funktioniert hat, ne? Sag doch, außergewöhnliche Situation. Ja, eben. Aber wer weiß, was da, was ich ja wieder falsch gemacht habe. Vielleicht waren die Stücke nicht unten reingemacht, auch viel zu groß, dass die Luft abgeschnürt haben. Wer weiß. Es aber brennt doch. Der hat ja funktioniert, ne? Ich habe ja noch genug in meiner Zunderbox dabei gehabt. Die habe ich ja gestern aufgefüllt. Und man sieht, ich habe gar nicht mehr so eine riesengroße Zunderbox wie ganz früher. Ja, ich habe mich verkleinert. Nichts im Gegensatz zu deiner Frau. Deine Frau hat ja noch kleiner. Das ist so, richtig. Pause beendet. Dark Angel ist schon zum Weg gefahren. Und wie ihr seht, alles so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Nichts angekokelt. Ganz wichtig, das will ich nochmal erwähnt haben. Denn wir sind ja verantwortungsvoll, auch wenn wir hier draußen kochen. So, und jetzt geht's weiter. Also, bleibt weiter dran. Du hast Spaß, ne? Ja, das merke ich wohl. Hm? Draußen macht immer Spaß. Ja, das kannst du so laut sagen. So, da kommen wir jetzt. Was ist das, ein Bauernhof? Oder ein Teil von einem Bauernhof? Sieht fast so aus, ne? Ja. Auf jeden Fall ein steinernes Häuschen. Ja, dann gucken wir mal dahin, ne? Was da so los ist. Auf jeden Fall steht da ein Schild dran. Ja, werden wir noch mal gucken. Ah, fehlen schon ein paar Buchstaben. Ne? Natur. Okay. Genau. Naturfördergesellschaft. Ja, Naturfördergesellschaft, ja, siehst du? Na gut, Dark Angel macht Kreuzworträtsel, deswegen kann ich das besser lösen als ich. So, da vorne. Da ist abgesperrt, da wird es wahrscheinlich auch weitergehen, aber da kommt meine Frau ja nicht hin mit dem Teil. Es sei denn, sie möchte stecken bleiben, das will sie ja wahrscheinlich nicht, deswegen gehen wir jetzt hierher. Mal gucken, was das hier so ist. Ne? Wow. Ein Bienenhotel. Soll ich Bienen und Wespen helfen? Ja klar. Macht man. Also haben wir hier ein Insektenhotel für Bienen und Wespen. Was haben wir hier? Eine Markierung. Ne? Regionale 2004. 100 grüne Klassenzimmer, okay? Stadt Sennenhorst Teigelkampfschule. Jo. Und ein Schild, dass die Hunde hier nicht hinscheißen sollen. Ist da Bescheid. Also ist das hier anscheinend ein grünes Klassenzimmer. Hm. Na dann. Ja, du bist begeistert, ne? Das glaube ich dir. Das ist total schön hier. Ist es auch. Rum. Ja, ja, rum. Hier sie hängen auch an jedem dritten, vierten, fünften Baum hier die Vogelhäuschen wieder, wie in Oelde. Ja, genau. Finde ich total schön. Das ist schön hier. Und gut, was los ist da. Wo wir jetzt in der Hütte saßen, da sind etliche Leute vorbeigekommen. Und wir wurden gefragt, was wir tun. Finde genau. Ich auch cool. Ja, wir haben dann natürlich wahrheitsgemäß geantwortet und gesagt, wir warten jetzt darauf, dass da reiche Leute vorbeikommen, die wir ausrauben können. Du Spinner. Nein, sowas tun wir nicht, ne? Nein, aber wenigstens fragen die Leute. Finde ich gut, weil manche, die gucken blöd oder meckern nur darum, ohne mal die Hintergründe zu erfragen, aber war ganz toll. Das finde ich gut, ja. Wir haben sogar ein Snack angeboten gekriegt von den Kindern, aber wir haben dankend abgelehnt. Ja, wir können ja den Kindern nicht die Bonbons wegfressen. Nein, sowas. So, dann haben wir hier schöne Liegeplätze, Liegesitzplätze,
Ah, hier kannst du es im Sommer aber auch aushalten, ne? Schön hingepflanzt, die Aussicht genießen. Ja. Ja, das geht wohl. Das kann man so machen. Was sagst du dazu? Ja, ich muss ja gleich mal meinen Fotoapparat rauskramen und dann mal ein Bild machen. Hier kannst du doch auch gut sitzen, wa? Was ein Ausblick. Da hinten ist das Industriegebiet. Ja, dann sind wir gleich wieder am Auto, so wie das aussieht. Aber es war eine schöne Runde. Dark Angels Jungfernfahrt ist geglückt. Würde ich mal behaupten. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Schilder. Öl- und Giftunfälle gefährden die Umwelt. Das ist logisch, ne? Da vorne haben wir noch mal was. Wie lange dauert, bis es weg ist? Naja, das haben wir eben schon gesehen. Beziehungsweise habe ich eingeblendet zu Anfang. Und wir machen uns jetzt zurück zum Auto, ne? Ja, dann sind wir jetzt wieder zurück im Auto. Alles ist verstaut. Dark Angel ist glücklich. Du wolltest jetzt noch was erzählen, ne? Ja, eine positive Resonanz. Also, ich bin jetzt wieder mit am Start. Und zwar fast immer, sei denn der Mann braucht mal Ruhe von mir. Und mit diesem Gerät geht das wunderbar. Es ist halt, nach meiner Schilddrüsen-OP, ich hatte eine Stimmbandlähmung. Und meine Luft macht es leider nicht mehr möglich. Es bessert sich nicht, auch wenn jetzt schon über ein Jahr vorbei ist. Und der Arzt sagt zwar Geduld, aber ja, ich habe die Schnauze voll, ich möchte gerne wieder raus. Und mein kaputter Rücken und meine Beine machen leider auch nicht mehr mit. Und deswegen mein Wandermobil. Aber alle, die auch Probleme haben mit rausgehen, Leute, ist zwar ein kleiner, teurer Spaß, aber es lohnt sich. Und ich muss jetzt nicht mehr zu Hause sitzen, ich bin jetzt mit am Start. Genau. Und Dark Angel sagt jetzt over and out. Und wenn ihr Fragen habt, fragt in Insta, in YouTube, wo auch immer. Bin für alles offen. Genau. Gut, natürlich müssen wir auch realistisch sein. So richtig stark verwurzelte oder dicksteinige Wege sind damit nicht möglich. Auch wenn du das vielleicht gerne hättest. Aber wo wir halt nicht hinkommen mit dem Teil, kommen wir halt nicht hin. Auch egal. Hauptsache, meine Frau kommt raus. Richtig. Ja. Und so ist besser als nur zu Hause hocken. Aber das Ding ist schon gut geländetauglich, muss das ich ganz ehrlich wahr. Sagen. Ja. Wir hatten jetzt ein paar Buckelpisten dabei, das war spaßig, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, das war Dark Angels Comeback. Jawohl. Jo. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt uns treu. Jawohl. Bis bald. Im Wald. Genau. No. Dark Sider over and out.